Massenunsichtbarkeit, das ist immer schön. Das ist ein richtig schöner Zauber eigentlich. Er hat noch nicht geklappt, jedenfalls. Harry hat ihn schon. Immerhin hat es nicht geklappt, schade. Eine Schleuder. Nun gut. Klingt interessanter als die Halskette. Sieht aber aus wie eine normale plus 3er Schleuder. Ich warte. Was möchtet ihr? Ach, gib mir auch noch die Halskette schnell so. Ja, erzählt mir. Dann gucken wir mal, was wir bei den Drow alles zu Geld machen können. Keine große Herausforderung. Ich sollte, könnte mir vielleicht einfach mal die Zeit wirklich nehmen und Keldons Inventory leeren. Ist ja eigentlich in einem Abwasch getan. Wenn ich ein paar von meinen magischen Geschossen rauswerfe. Weil es ja nicht so, als ob wir jetzt nicht Zeit hätten. Wer fehlt noch? Minsk natürlich. Wir sind. Achso, wir haben noch Schutz vor dem Bösen. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket! So, jeder von euch nimmt mal 3 Identifizierungszauber rein. Dann haben wir insgesamt 9, das dürfte reichen. Sehr gut. Schriftrolle. Schleuder von Avorin, plus 4 Schleuder. Kann einmal täglich einen Schallangriff starten. Den Opfer muss ein Rettungswurf gegen Zauber gehen und sie sind für 3 Runden benommen. Das ist eine sehr schicke Schleuder. Ach ja, Gepäck ist voll. So, 3 Sachen mal kurz hier raus, damit Immerhin 3 Sachen identifizieren kann. Und ja, wenn wir es können, warum nicht die Dwarwirtschaft ein bisschen kaputt machen? So. Habe ich mich um 1 vertan? Waren doch nur 8 Sachen plus die Schleuder. Müssten 9 Sachen sein. Ah, ich habe eh vergessen. Ja, Hira. Tiere herbeirufen.
Na gut, dann identifizieren wir die beim nächsten Mal. Und hier hatten wir ja auch noch zwei Stück, okay. Fragt nun gut. Okay, dann machen wir erstmal das Zeug zu Geld. Obwohl, wir könnten eigentlich noch einmal rasten hier vor den Toren. Dann können wir die restlichen Sachen noch identifizieren. Oh. Meinen Freunden werden wir nichts tun. Kratzt ihnen die Augen. Erwischt! So. Haltet die Augen auf. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. So, Kettons Zeug können wir alles zu Geld machen und bei Minsk drei Rüstungen. Die ganzen anderen Sachen werden wir sicherlich nicht den Drow überlassen. Wenn ihr es wollt. Aber ja, soweit ich weiß, wir haben Zeit. Wagt es nicht, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. So, Keldorn, alles, was du hast. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Naja, 2000 immerhin. Und noch die hier. Ja, definitiv. Ich warte. Natürlich. Hat sich gelohnt. Wenn es das ist, was ihr wollt. So, jetzt zurück in den Ku Tao Dungeon. Denn ich habe nochmal nachgeguckt und meine Vermutung war definitiv richtig. Was die Sache mit dem Altar anging. Und ich glaube, den Altar, den sollten wir machen, weil irgendwas ist dabei rumgekommen, was ich gerne hätte. Also irgendein Teil von der Waffe war da, glaube ich, versteckt. So, wir haben den Betrachter-Dungeon abgeschlossen. Wir haben im Kao Tao-Dungeon nur noch die Opfersäule, also den Opferaltar, und dann bleibt noch der hier übrig. Yay. Da sind wir eigentlich soweit mit dem Kapitel auch durch. Die Natur könnte. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ja, der Ausgang. Wir könnten halt auch jederzeit uns über diesen Ausgang verpissen und die Silberdrachen im Stich lassen. Keine große Herausforderung. Ich warte, hätte ich auch gemacht. Minsk und Bo. Allzeit bereit. Wo immer Minsk habt auch ihr einen hingeht, Plan im Namen des Tornens. Ich werde dienen. Okay, okay. Verstanden. Braucht ihr etwas schneller als Chick-Ticker Schnellpratze? Fragt nur. Nun gut. So, hier bleiben wir erstmal stehen. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, was ja, beschworen wird, wenn wir hier vor dem Altar Tiere beschwören. Hallo, du hast doch den Zauber reingenommen. Ja, da ist er. Übersehe ich ihn mal wieder. Ach, da. Und es sind Dämonenritter.
feucht. Feucht ist nicht gut. Ja? Führt mich an, mein Freund. Gut. Ich sollte dran denken zu buffen, bevor ich das hier wiederhole. Ich hatte vergessen, es sind Cambions. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Ja? Ja? Ich helfe, wo immer ich kann. Ja? Ich warte auf euren Befehl. Okay. Was kann ich tun? Folgt nur. Schutz vor Lebenskraftentzug. Nein, Schutz vor dem Bösen. Das hier ist wesentlich aufregender als die Wacho. Ja. Wacho. Manas. Potentium. Wacho. Ich bin bereit. Schon erledigt. Wo ist die Hast? Ihr etwas? Wurde aber gerne. Diesmal hat's geklappt, so. Das Opfer wurde dargebracht, ja. Ich warte. Keine große Herausforderung. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Oh, jetzt hätte ich es fast wieder vergessen. Tja, so hochgebufft sind Cambions kein Problem eigentlich mehr für uns. Minz, nehmen wir etwas von dem Kleinzeug. Dass ich gucken kann, was die Cambions uns hinterlassen haben. Hier sehr viel. Ich habe das Gefühl, das sind alles, Fragt nur. Plus Zweier Schwerter. Ne, plus Einser sogar nur. Ja, die können alle zu Keldon. Ich war natürlich. Aber das hier ist interessant. Ich glaube nämlich, das war sehr gut, dass wir das noch gemacht haben. Ja. Rasten und identifizieren, würde ich mal sagen. Ja, wir sind mit recht vollen Inventories unterwegs. Ah ja, das kann ich noch stapeln. Ah. Falscher Behälter. Wo ist der richtige? Da ist der richtige. Ich sehe nämlich zum Beispiel, hier ist eine Koralle. Die können wir hier reinstapeln. Können wir den auch irgendwo noch hinstapeln? Ja, können wir. Das heißt, wir können hier mal zwei Ringe reinstecken.
Und haben wir mehr Platz. Das sind Perlen. Das sind keine Perlen, hä? Doch, aber die können nicht so weit gestapelt werden. Hehe.